Am 2. August 2016 bekommt Rainbow Six Siege einen neuen DLC namens Skull Rain. Diesmal kommen Operatoren aus Brasilien hinzu, sowie eine neue Map, Quality of Life Improvements und natürlich noch ein paar andere Bugfixes, die dazu gehören. Ich möchte mit euch mal kurz einen kleinen Blick darauf werfen, was die Ubisoft in diesem Update alles ändern wird und wie sich das auf das Spiel auswirken wird. Das Update startet, wie gesagt, am 2. August 2016, ist für die Season Pass Besitzer die ersten 7 Tage kostenlos. Ich habe zwar einen Season Pass, werde ihn euch allerdings nicht vorstellen können, die neuen Operatoren, da ich genau an diesem Tag losfahre in Urlaub. Blöd gelaufen, aber kann man nicht ändern. Zu den neuen Dingen, die in dem Update dazugehören. Wir haben zuerst einmal neue Operatoren. Und diese Operatoren gehören dem Boppe an. Das ist die Brasils Baltao de Operações Policiais Especiais. Ich kann kein Brasilianisch oder Spanisch oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache die da sprechen. Ja, ich habe keine Ahnung von der Welt. Tut mir leid. Wie gesagt, Season Pass Besitzer werden die ersten 7 Tage kostenlosen Zugang zu diesen Operatoren haben. Die beiden Operatoren, die dazu gehören, sind einmal Caveira. Sie ist ein defensiver Operator. Sie hat als ihre Fähigkeit den Silent Step, wie es auf der Ubisoft-Blog-Seite steht. Wenn sie diese Fähigkeit aktiviert, ist sie für kurze Zeit unhörbar, kann sich so an zum Beispiel einen Flanker heranschleichen, ihn bewegungsunfähig machen, also wahrscheinlich in den Down-But-Not-Out-State versetzen und dann ihn abfragen, sodass er euch dann sagt, wo seine Teammitglieder sind. Wie genau das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dich natürlich gegnerischem Feuer ziemlich aussetzt, wenn du gerade dabei bist, einen Gegner auszufragen. Vor allem, weil die gegnerischen Teammitglieder wahrscheinlich mitbekommen, wenn ein Teammitglied im Down But Not Out State ist und die werden dann zu ihm rennen und ihn recovern. Also ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber als Roamer bekommt sie bestimmt trotzdem Anerkennung. Und ich bin mir sicher, dass man auch damit wieder neue Taktiken herausfinden kann. Ich weiß nicht, ob ich von Puls weggehen werde als Roamer und stattdessen Caveira nehmen werde, aber ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren und euch dann später mal ein Video darüber machen. Sie hat in ihren beiden Primary Weapons entweder die M12 oder die Spas 15 als Shotgun. Das wird wahrscheinlich noch eine stärkere Shotgun sein als die von Valkyrie. Sie hat nämlich die Spas 12, die ist auch schon relativ stark. Die Pistolen kann ich jetzt selbst nicht einschätzen, PRB 92 und sonst hat sie noch ein C4 und Stacheldraht als Gadgets. Der Angreifer Capitão hat einen taktischen, eine taktische Armbrust. Und damit kann er wohl Pfeile abschießen, die Sauerstoff verbrennen, wie es so steht im Ubisoft-Blog. Ich verstehe nicht ganz, was sie damit meinen, aber anscheinend dort, wo die hintreffen, fängt es an zu brennen in einem bestimmten Radius, denke ich mal. Oder es ist halt so eine Art, es wird halt Sauerstoff verbrannt, das heißt also, die Angreifer können da nicht mehr atmen, die Verteidiger. Wird wahrscheinlich sowas sein, um Verteidiger aus einem Versteckpunkt herauszulocken, so in der Richtung wie Smokes Gasgranate, nur halt als Angreifer. Und du kannst sie halt nicht werfen, sondern du schießt sie. Also ist eine interessante Idee und wahrscheinlich wird sowas ähnliches sein wie in Molotov in CSGO oder sowas. Also so eine Feuergranate oder sowas. Dann, er hat als Hauptwaffe eine M249 oder eine Para 308. Eine Pistole PRB 92, wie auch schon Caveira als Secondary und eine Frag und eine Stun Grenade als Gadgets. Das sind also ihre beiden Fähigkeiten. Von Climb This, dieser besonderen Voiceline, die man mal gehört hat und die man irgendwo gefunden hat in den Spielfiles von Rainbow Six Siege, ist hier nichts gesagt. Also er hat nicht irgendwie eine Leiter, die man an Trapdoors dranlehnen kann, wie mal vermutet wurde, sondern er hat tatsächlich eher so eine Incendiary Grenade, die halt Gegner aus dem Versteck herauslocken soll. Also interessant, aber ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Wir werden es sehen. Als zweites gibt es natürlich auch wieder eine neue Map, wie das zu den Rainbow Six Updates natürlich dazugehört. Wir hatten natürlich schon im Black Eyes DLC haben wir die Yacht-Map bekommen, im Dustland DLC haben wir jetzt die Grenze bekommen, das ist eine wunderschöne Map, ich liebe die. Und jetzt haben wir bei Operation Skull Rain die Map, die heißt Favela. Es gibt ja ein Video, das hat Ubisoft hochgeladen über diese Map. Man sieht nicht viel davon, aber es soll wohl sich irgendwo in einer brasilianischen Stadt abspielen. Es gibt natürlich wieder eine Tag- und eine Nachtzeit. Tagsüber ist es wohl einfach so eine ganz normale Marktstraße, wo halt die Leute rumlaufen oder wo man halt Leute hört. Und wenn man dann wenn man halt das Feuer beginnt, dann werden die Stimmen leiser, man hört sie nicht mehr. Das haben die hier ganz groß herausgeschrieben, soll also ganz toll sein. Was aber das größte Feature dieser Map ist, dass sie diesmal dieses Shell Destruction hat, wie sie es gesagt haben. Sie meinen nämlich, sie wollen, dass diese Denkweise von du bist nirgendwo sicher
in dieser Map nochmal reproduzieren, also nochmal stärker machen. Und das machen sie, indem die gesamte Map von außen zerstörbar ist. Das heißt also, ein Operator wie Sledge ist hier absolut tödlich, denn du kannst tatsächlich die gesamte Map von außen öffnen, also das Haus, das du dann infiltrieren musst. Bei jeder anderen Map gab es von außen immer irgendwelche Steinwände, die du nicht durchbrechen konntest, oder Betonwände, also Zeug, kennt man ja, oder in Kellern kamst du eigentlich so gut wie nie rein von außen. Das wird es hier wohl anscheinend nicht geben. Die Map ist komplett aus Holz, also die Häuser, also das Haus, in dem du dich versteckst, ist komplett aus Holz von außen. Das heißt, die Angreifer haben eigentlich jede Menge Spots, wo sie sich verstecken können. Und du musst mit deinem Team ganz genau abklären, wo du reinforced und wo du lieber offen lässt, damit du Murderholes nach außen machst. Hier kommt natürlich jetzt erste Mal so die Idee, okay, man könnte theoretisch Murderholes nach außen aufmachen. Ob das einen Sinn hat, weiß ich nicht, aber das wird interessant werden. Ubisoft rühmt sich damit, dass sie außerdem professionelle Rainbow Six Player schon eingeladen haben, um diese Map auszutesten, was für sie etwas nervös war, aber anscheinend ist das Ganze gut angekommen. Sie wollen halt jedenfalls zeigen, dass die Map generell gefährlich ist, du solltest dich also nicht verstecken, sondern lieber in Bewegung bleiben, so sagen es die Entwicklungsleiter von Rainbow Six Siege. Am 30. Juli wird es außerdem auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Rainbow Six nochmal einen genaueren Blick auf die neue Map und auf die neuen Features des Skulldrain DLCs geben. Also, wenn euch das interessiert, dann guckt da mal vorbei. Weiter sagt Ubisoft, dass sie Quality of Life in Rainbow Six Siege verbessert haben. Und unterdessen gehört dabei zum Beispiel dazu, dass man jetzt im Operator-Auswahl-Screen sehen kann, was eure Mitspieler für Waffen tragen, sodass ihr euch in eurem Team besser abstimmen könnt. Wer nimmt jetzt die Shotgun mit, wer nimmt das Nitro Cell mit, wer hat einen Breach Charge dabei, wer hat die Stun Grenades und so weiter. An dem Screenshot kann man schon erkennen, dass anscheinend generell das Design des HUDs vor einer Runde etwas geändert wurde. Zweitens, man hat den Ingame-HUD verbessert, das heißt, man sieht jetzt, wo Norden ist, besser auf dem Kompass unten rechts. Wenn ich ehrlich bin, ich schaue nie auf diesen Kompass, weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll, es ist okay. Man hat jetzt unten rechts jedenfalls auf dem Kompass Norden rot markiert, das heißt, man sieht immer, wo Norden ist. Okay, wenn man es braucht, okay. Unten links die Healthbar wurde geändert, man sieht jetzt seine Gesundheit als Zahl. Ich weiß gar nicht, ob man das davor auch schon als Zahl gesehen hat. Jedenfalls sieht man sie jetzt als Zahl und das ist jetzt nach wie vor dieser Kreis. Aber innen drin war ja früher das Rüstungszeichen und es hat tatsächlich wohl gezeigt, wie groß deine Armor ist und wie schnell dein Charakter ist. Das habe ich nie kapiert, darauf habe ich auch nie geachtet. Aber unten links wurde tatsächlich wohl gezeigt, wie gut die Armor deines Charakters ist. Und ich wusste, dass es grün wurde, wenn du Rooks Armor aufgenommen hattest, aber ja, anscheinend wurde unten links immer angezeigt, ob dein Charakter ein Heavy ist oder ein Schneller. Das habe ich nie gesehen, aber anscheinend gab es die Information. Jetzt wurde das jedenfalls weggenommen und man sieht jetzt nur noch, falls man Rooks Armor aufgenommen hat, ein kleines Zeichen von Rook links neben dem Gesundheitssymbol. Außerdem soll es nach dem Update seltener vorkommen, dass dein Bein, wenn du liegst, aus der Wand herausguckt. Was sie jetzt noch gemacht haben, ist, sie haben endlich ein gescheites Anti-Cheat-System in Rainbow Six Siege reingebracht, wofür ich denen dankbar bin wie nichts, denn Cheater waren schon immer ein großes Problem generell in PC-Spielen, aber in Rainbow Six noch mehr als in allem anderen, weil es nichts gab wie VSC oder sowas, also wie Wegban oder sowas gibt's in diesem Spiel nicht. Es gab nur einen serverseitigen Cheat-Filter, der natürlich lange nicht so viel rausgefunden hat wie ein Client-Side-Cheat-Filter. Das heißt also, jetzt wurde mit dem neuesten Update von Rainbow Six Siege, der übrigens heute schon rauskam, 28.07.2016, heute kam das glaube ich schon raus, oder sogar schon gestern, weiß gar nicht genau, kam jetzt auf jeden Fall schon kam das neue Anti-Cheat-System raus von Ubisoft, das nennt sich BattleEye. Und das featuret vor allem halt, dass diesmal im Hintergrund, wenn ihr Rainbow Six Siege starten werdet, ein Programm laufen wird, das nennt sich BattleEye. Und dieses BattleEye oder sowas, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist so ganz komisch geschrieben. Das läuft dann im Hintergrund, könnt ihr auch im Task Manager sehen, und das wird dann euren PC überprüfen, ob irgendein Cheat-System oder irgend sowas läuft, was zu eurem PC dazu, was nicht zu dem ganz normalen Rainbow Six Siege dazugehört. TeamSpeak wird davon nicht betroffen sein, auch andere Aufnahmesoftware normalerweise nicht. Wenn von euch jetzt hier, wenn dieses BattleEye ist, bei euch irgendein Cheat meldet, der aber eigentlich gar kein Cheat ist, dann gibt es da ein paar Steps, denen ihr folgen könnt, um das zu umgehen. Aber jedenfalls sollte mit diesem Client-Side-Anti-Cheat-Filter Cheating in Rainbow Six Siege ein generell kleineres Problem sein. Und wichtig ist auch, es wird jetzt die Stabilität eures PCs nicht beeinträchtigen. Es verbraucht nicht viele Ressourcen, deswegen müsst ihr euch darüber keine Sorgen machen. Noch eine kurze Abschlussinformation. Also, ihr könnt natürlich alles, was ich hier gesagt habe, auf der offiziellen Rainbow Six Siege Webseite nachlesen über Updates unter Skull Rain Update. Ich werde euch das unten nochmal verlinken in der Beschreibung. Zweitens,
Heute startet um 1 Uhr EDT, also Eastern. Moment. Heute um 13 Uhr ostamerikanische Zeit, EDT, Eastern Daylight Time, startet ein kostenloses Wochenende Rainbow Six Siege. Das bedeutet, für uns ist das um 18 Uhr. Also 6 Stunden danach. Heute um 18 Uhr, am 28.07. um 18 Uhr startet ein kostenloses Wochenende Rainbow Six Siege. Also wenn ihr Freunde habt, denen ihr dieses Spiel schon mal zeigen wolltet, mit denen ihr schon immer mal spielen wolltet, dann ladet sie ein, das zu spielen. Sagt ihr, hey Leute, kostenloses Wochenende Rainbow Six Siege. Ihr könnt sich runterladen, einfach so. Und dann haben sie bis zum Montag um 18 Uhr Zeit, das Spiel komplett kostenlos zu spielen. Das heißt also, ihr habt tatsächlich mal wieder eine Free-to-Play-Erfahrung in Rainbow Six Siege. Was natürlich auch dazu führen soll, dass dann mehr Leute dieses Spiel kaufen. Und ihr könnt das dann auch tun, und zwar am Sonntag habt ihr den ganzen Tag Zeit, das Spiel für 50% weniger Geld zu kaufen. Und das bezieht sich auf die normale sowie auf die Gold Edition. Also wenn ihr Rainbow Six Siege schon immer mal kaufen wolltet, dann tut es jetzt, denn jetzt kostet es 50% weniger Geld. Das ist schon ein gutes Angebot von Ubisoft. Ich danke euch dafür und ich möchte auch, dass ihr das Spiel weiterhin am Laufen halten. Sie sagten auch schon, das Spiel, dieses Quality of Life Improvements, und sie sagten auch Health Improvements. Sie wollten das Spiel gesund halten, sie möchten diese Anti-Cheat-Software tatsächlich auch am Leben halten, damit halt das Spiel nicht stirbt durch Cheats und sowas, weil sie sagen, Rainbow Six Siege ist nicht wie andere Spiele so designt, dass es vielleicht so mal ein Jahr den Hype hat oder ein halbes Jahr und dann ist es fertig. Nein, Rainbow Six Siege ist designed for years, wie sie meinten. Und ich kann das Ganze voll und ganz verstehen. Das Spiel hat jede Menge spielerische Tiefe. Es ist ein tolles Spiel und es wird auch weitergehen. Ich spiele es immer noch und es macht mir einen riesen Spaß. Und es kommen jetzt noch 2 Updates, Skull Rain und dann noch 1 aus Japan. Skull Rain ist brasilianisch, dann kommt noch was aus Japan, wahrscheinlich gegen Herbst. Und dann wird es wahrscheinlich immer noch weitergehen mit irgendwelchen Patchnotes und Operatoren, die gepatcht werden. Also Rainbow Six Siege ist noch lange nicht am Ende. Deswegen bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, das war nur ein kurzes Update-Video. Ich möchte euch sagen, bitte probiert mal Rainbow Six Siege aus, wenn ihr es selbst nicht habt. Übers Wochenende habt es kostenlos und... ja, das ist dann alles von meiner Seite aus. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem anderen Video, meine Freunde. Bis dahin, auf Wiedersehen. Adios.